Am 25. und 26. Oktober 2013 traf sich der Marburger Bund zu seiner 124. Hauptversammlung in Berlin. Zentrales Thema der Beratungen war die zukünftige Finanzierung der Krankenhäuser. Rudolf Henke, wiedergewählter erster Vorsitzender des Marburger Bundes, forderte Bund und Länder auf, sich ihrer gemeinsamen Finanzverantwortung für die Krankenhäuser zu stellen und warnte vor falschen ökonomischen Anreizen in der Klinikfinanzierung. Wenn das so weitergeht und wenn die Ökonomie so weiter vor der Medizin betont wird, dann führt das schleichend zu einer Erosion ethischer Grundsätze. Für uns als Marburger Bund und ich sage mal für uns als deutsche Ärzteschaft ist klar, wir wollen eine Medizin, die das tut, was am besten hilft und nicht das, was am meisten bringt. Die eingeladenen Gastreferenten setzten unterschiedliche Akzente. Einig war man sich aber darin, dass vor allem der Bedarf an stationären Leistungen unter die Lupe genommen werden muss. Krankenhausfinanzierung beginnt mit richtiger Planung und das muss Bedarf an Versorgung sein. Und das ist etwas, was Patientenorientierung in einem nicht Sonntagsredengewand, sondern in einem echten, ernst gemeinten Bemühen auch zum Gegenstand macht. Wenn wir der Meinung sind, dass wir zu wenig Pflegepersonal in den Häusern haben und dafür gibt es einige Indizien, dann würde ich dafür plädieren, tatsächlich nochmal das Pflegeförderprogramm weiterzuführen. Dann holen sich die Häuser, die wirklich Bedarf haben, aber auch nur die, holen sich zusätzliches Personal, wenn es hoffentlich verfügbar ist. Und dann muss man nachziehen, eine Qualitätssicherung. Das wäre systemgerecht. Auch in der Debatte mit den Delegierten wurde deutlich, dass die Frage des Versorgungsbedarfs von herausragender Bedeutung ist. Wenn wir es nicht schaffen, jetzt in relativ kurzer Zeit Versorgungsbedarfe in den Regionen zu definieren, dann brauchen wir auch gar nicht mehr zu planen. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da ist nicht nur die Politik auf Landes- und Bundesebene gefordert und die Körperschaften und die Kompetenz, sondern es sind auch die Kostenträger gefordert. Zugleich machten viele Delegierte ihren Unmut über das derzeitige System der Krankenhausfinanzierung Luft. Während wir alle da überlegen, wie könnte man es machen, und das ist ja auch, wie gesagt, eine völlig berechtigte Diskussion, werden vor Ort die Beschäftigten geiselhaft genommen. Jeder Patient hat einen Case-Mix-Punktewert auf der Stirn stehen, wenn er ins Krankenhaus kommt. Das führt aber dazu, dass nicht mehr Ärzte darüber entscheiden, was in Krankenhäusern passiert, sondern dass Kaufleute darüber entscheiden, welche Geschäftsfelder auf- oder zugemacht werden. Und das ist eine Katastrophe. Der Marburger Bund fordert deswegen zwei Sachen. Erstens, die Länder müssen in die Lage versetzt werden, die Finanzierung Obliegenheit, die aus ihrer Planungshoheit resultiert, auch bedienen zu können. Und zweitens brauchen wir für die Finanzierung der Betriebskosten einen anderen Verteilungsmechanismus als den wir bisher gehabt haben. Insgesamt brauchen wir aber vor allem auch mehr Ressourcen fürs System.